Ja, Freunde, wie geht's euch? Ich hoffe gut. Heute gebe ich euch mehrere Tipps, wie ihr euren Testosteronspiegel natürlich in die Höhe schießen lassen könnt. Viel Spaß! Und zu Beginn geben wir immer die Grüße raus an Sascha Sami, Brady75, danke für dein nettes Kommentar. Lass es mich so sagen, wir leben einfach unser Leben. Weiters an Martin Kermit, Menschen wie du einer bist, die Welt braucht mehr davon. Ich freue mich extrem, dass du durch mich schon über 20 Kilo abnehmen konntest und gleichzeitig Muskulatur aufbauen konntest. Und außerdem freut es mich sehr, dass du meine Unterhaltungsvideos und Vlogs schon seit über einem Jahr feierst. Und zu guter Letzt an Lisa, Stupsi, Strizi, Spike und Speedy. Danke für deine bzw. eure Glückwünsche, die gehen natürlich auch wieder zurück, raus an euch bzw. dich. Und by the way, ich bin auch öfter mal Karate-Training gegangen, nur weiter so. Aber gut, so, was bringt jetzt Testosteron? Naja, die Frage ist eher, die wir stellen müssen, was bringt es nicht? Es sorgt dafür, dass wir einen sexuellen Antrieb haben, dass wir Muskelmasse aufbauen können, aber auch, dass unsere Haare wachsen, aber vor allem, dass wir uns gut fühlen. Also unterm Strich gilt, wie Kollege es schon sagte, je mehr, desto besser. Wenn eure Stimme plötzlich tiefer wird und euch Haare wachsen, wo ihr es nie vermuten würdet, dann herzlichen Glückwunsch, du wirst ein Mann. Also nicht stressen lassen, sondern froh sein, auch wenn es manchmal nervt, sich rasieren zu müssen. Wie sieht das jetzt eben aus mit dem Testo-Level? Bleibt das Testo-Level immer gleich hoch? Leider nicht, bereits ab 30 Jahren fängt das Testo-Level an, wieder langsam zu sinken. Viele gehen dann zum Arzt und lassen sich synthetisches Testosteron verschreiben. Und ihr wisst, Freunde, dass Ärzte oft viel zu schnell direkt etwas verschreiben. Es gibt, und jetzt kommt's, mehrere Wege, um das Testosteron-Level natürlich zu erhöhen bzw. auf dem natürlich höchstmöglichen Level zu halten. Und genau diese Tipps und Tricks verrate ich euch jetzt. An der Universität Chicago hat man Männer unterschiedlich viel Schlaf gegönnt und die Männer, die 7 bis 9 Stunden Schlaf hatten, konnten ein höheres Testosteron-Level verzeichnen. Aber wichtig ist nicht nur viel Schlaf, sondern auch guter Schlaf. Also gegen nächtliche Unruhe hilft zum Beispiel regelmäßiger Sport. Aber auch auf keinen Fall direkt vor dem Schlafen gehen viel und deftig essen, ansonsten werdet ihr nicht einschlafen können. Und wenn ihr jetzt mal nicht einschlafen könnt, auf keinen Fall nervös machen lassen und denken, oh, ich muss morgen früh raus, ich muss ausgeschlafen sein, morgen ist ein wichtiger Tag und so weiter. Denn das bringt absolut gar nichts. Kleiner Tipp von mir, was auch ich selbst öfter mache, ich hau mir einfach ein Hörbuch rein und schlaf dann gemütlich weg. Gut, Tipp Nummer 2. Habt euren Körperfettanteil im Griff. Wenn man übergewichtig ist, steigt die Wahrscheinlichkeit, ein niedrigeres Testosteron-Level zu bekommen. Warum? Ich möchte jetzt bei diesem Video nicht wissenschaftlich werden, nicht ins kleinste Detail gehen, aber das ist schnell erklärt. Weil einfach mehr Fettgewebe zu mehr Aromatase führt. Und das führt wiederum dazu, dass mehr Testosteron in Östrogen konvertiert wird. Aber aufpassen, Freunde, auch das Gegenteil ist der Fall. Wenn man jetzt zu definiert ist und zu dünn ist, dann sinkt auch das Testosteron-Level, weil der Körper das Körperfett benötigt. Also ich persönlich würde euch empfehlen, findet euch irgendwo zwischen 10% und 20% KFA, also Körperfettanteil. Gut, und wir kommen schon direkt zum nächsten Punkt. Konsumiert auf jeden Fall genügend Vitamin D und Zink. Dein Körper braucht die essentiellen Vitamine und Mineralien, um eben mit maximaler Kapazität arbeiten zu können. Ansonsten schraubt er ganz einfach das Testosteron-Level wieder runter. Genügend Vitamin D und Zink ist eben notwendig. Ich selbst nehme eben Vitamin D-Tabletten, aber ich nehme auch Zink zu mir. Ich selbst nehme ca. 10 bis 20 Milligramm Zink am Tag und das würde ich euch auch empfehlen. Nehmt auf keinen Fall mehr, denn mehr bringt nicht mehr. Also der Rest wird einfach ausgeschieden. Ich verlinke euch das Vitamin D und Zink, das ich nehme, unten in der Videobeschreibung. Aber eben ein kleiner Tipp von mir, es sind auch in 100 Gramm Austern über 150 Milligramm Zink enthalten. Und das eben in hoher Bioverfügbarkeit. Das heißt, der Körper kann mit diesem Zink auch arbeiten. Ja, und außerdem sind Austern natürlich voll mit Protein. Also achtet auf euren Vitamin D und Zinkhaushalt. Und weiter zum nächsten Punkt. Stress. Und ich sage es euch direkt vorweg. Nehmt euch Zeit und relaxt. Ganz einfach, Stress hemmt die Testosteronproduktion, weil das Hormon Cortisol ausgeschüttet wird. Also ich kann es euch oft genug sagen, nehmt euch Zeit für euch selbst. Und außerdem habe ich einen weiteren Geheimtipp für euch. Im Knoblauch ist Allicin enthalten. Und das sorgt dafür, dass wir auch in Stresssituationen weniger Cortisol ausstoßen. Nur eben so als weiterer Tipp. Also gönnt euch mal ruhig eine Auszeit und trainiert oder meditiert, beziehungsweise geht raus in die Natur. Wir haben letztens am Gipfel übernachtet und eine Yoga-Challenge gemacht. Checkt unbedingt das Video aus, falls du es noch nicht gesehen hast. Ich verlinke euch das Video natürlich unten wieder in der Videobeschreibung. Und direkt weiter zum nächsten Tipp. Alkoholkonsum reduzieren. Alkohol drückt das Testosteron-Level nach unten und wie sich Alkohol wirklich auf den Muskelaufbau auswirkt, habe ich wissenschaftlich aufgearbeitet und für euch die Wahrheit präsentiert. Ihr könnt auch gerne dieses Video auschecken und das verlinke ich euch auch natürlich gerne in der Infobox. Jetzt kommen wir schon zum letzten Punkt, last but not least. Mache genügend Workouts. Jedes Workout lässt das Testosteron-Level in die Höhe schießen. Aber auch ein hartes Beinworkout führt zum Beispiel dazu, dass mehr Testosteron ausgeschüttet wird und ihr dadurch indirekt am ganzen Körper schneller Muskulatur aufbaut. Und ganz egal wie Farid Bang es sieht, never.
Skip-Leg-Day. Aber generell lässt jedes Workout euer Testosteron-Level in die Höhe schießen. Außerdem schläft ihr danach besser, was wiederum zu einer Erhöhung des Testosteron-Levels führt. Und außerdem gibt es jetzt noch aber tausende weitere positive Auswirkungen, aber das würde den Videorahmen sprengen. Aber umso mehr freut es mich, dass tausende von euch schon durch mich extrem gute Resultate erzielen konnten. Und wie ihr mir das immer ohne Aufforderung in die Kommentarbox schreibt, beziehungsweise privat auf Instagram schreibt, das macht mich wirklich überglücklich. Denn dadurch ändert sich ja nicht nur das Äußerliche, sondern das ganze Leben verändert sich ins Positive. Ich verlinke euch auch gerne ein paar Workouts unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise habe ich auch eine Workout-Playlist erstellt, in der ihr auch gerne trainieren könnt und das ohne ins Gym gehen zu müssen. Und auch ein Video zum Thema Fitnessstudio beziehungsweise zu Hause trainieren, was ist besser? Checkt doch unbedingt dieses Video aus, ich verlinke euch auch dieses Video unten in der Videobeschreibung. Ja, ich weiß jetzt, es sind schon einige Videos in der Videobeschreibung, die ihr auschecken sollt. Aber das war's jetzt auch schon wieder, ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen und lass mir ein kleines Dankeschön da, indem du mir den Daumen nach oben da lässt. Da lässt, ja. Außerdem würde mich an dieser Stelle interessieren, wer von euch macht meine Workouts? Schreibt es mir jetzt unbedingt in die Kommentarbox. Ihr wisst, ich lese mir immer alle Kommentare durch. Und vergesst auf keinen Fall, die Abo-Glocke zu aktivieren, damit ihr immer top informiert bleibt und keine Videos mehr verpasst. Außerdem folgt mir gerne auf Snapchat und Instagram, wenn ihr Motivation braucht, um fit zu bleiben bzw. fit zu werden. Und wo ihr die Links dazu findet, richte ich natürlich wieder unten in der Infobox. In diesem Sinne, macht es gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich, euer Sascha. Peace. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen. Yeah.